Ja, hallo zusammen. Hier ist wieder mal Dieter Kaltenburg vom Theatermagazin Die Deutsche Bühne. Diesmal weiterhin bei den Salzburger Festspielen. Ich habe ja gestern leichtsinnigerweise gesagt, tschüss, bis demnächst in einem anderen Theater. Ist gar kein anderes Theater, war aber immerhin ein anderer Spielort, nämlich nicht wie gestern das große Haus, das große Festspielhaus, sondern die Felsenreitschule, wahrscheinlich der berühmteste Spielort der Salzburger Festspiele. Ja, und ich habe gestern gesagt, es kann nur besser werden nach der Medee-Premiere von Simon Stone, von der Inszenierung von Simon Stone. Heute, wie gesagt, habe ich Ödipe gesehen von Georges Ionesco in einer Inszenierung von Achim Freier, und nicht nur in der Inszenierung von Achim Freier, sondern auch in der Ausstattung, in den Kostümen von Achim Freier. Und ich kann nur sagen, es wurde besser, und zwar deutlich besser. Fangen wir vielleicht mal mit der Musik an, mit der ich ja gestern auch nicht so zufrieden war. Heute hat Ingo Metzmacher dirigiert. Und der hat diese sehr, sehr anspruchsvolle Oper wirklich toll hinbekommen. Das ist ja bei Ionesco gar nicht so ganz einfach und gar nicht so ganz unproblematisch. Man weiß an manchen Stellen gar nicht, hat er eigentlich eine Sinfonie geschrieben oder hat er eine Begleitung von Stimmen geschrieben. Und diese Komplexität, diese Vielschichtigkeit, diese Polyphonie, die hat Metzmacher ganz hervorragend hingekriegt. Und zwar vor allem deshalb, weil er wirklich ein sehr, sehr differenziertes Klangbild geschaffen hat, sodass selbst die großen Steigerungen, die es bei dieser antiken Sage von Ödipus natürlich gibt, die großen dramatischen Zuspitzungen, dass die wirklich sehr, sehr klar konturiert, sehr gut durchhörbar waren. Das war ganz hervorragend gemacht. Es war eine Freude, das zu hören, und es hatte trotzdem eine große, große dramatische Intensität, trotz dieser strukturellen Klarheit. Und wir haben auch tolle Sänger gehört in der riesigen und eigentlich alle anderen Sänger weit in den Schatten stellen, beziehungsweise alle anderen Partien weit in den Schatten stellenden Hauptpartie des Ödipus. Er hat Christopher Maltman wirklich Großartiges geleistet. Er war ein markanter, kraftvoller Ödipus. Vielleicht am Ende nicht ganz immer so mit dieser schönen, ja, wie soll man sagen, Legato-Wärme, die der entsagende und dann sterbende Ödipus natürlich auch braucht. Aber über weite Strecken eine großartige Leistung. Aber auch die anderen Sänger, die deutlich kleinere Partien singen, die aber dann natürlich zu ihrem Zeitpunkt auch präsent sein müssen. Das war ein durchweg sehr, sehr gutes Ensemble auf einem ganz, ganz gleichmäßigen Niveau. Die Inszenierung von Achim Freier, ich darf noch ein paar Minuten bleiben, die Inszenierung von Joachim Freier. Es war natürlich wieder dieser typische Freier-Kosmos mit all seinen Kunstfiguren, seinen Symbolen, diesen typischen wie Kreidezeichnungen auf schwarzem Grund. Die ganze Bühne war eigentlich, wenn man so will, ein Achim Freier-Gemälde. Und man kann natürlich sagen, okay, das hat man auch schon anderswo gesehen. Aber mich hat es dann doch sehr beeindruckt, wie genau Freier auf die Handlung reagiert hat, wie präzise die Symbolik war, wie witzig, wie ironisch teilweise auch, und wie er dann doch mit seinen Mitteln letztlich wieder was Neues geschaffen hat, was sehr individuell auf die Musik reagierte und auch auf die Handlung reagierte, mit teilweise wirklich schönen symbolischen und Bildern und mit Metaphern, die das Werk dann wirklich auch in der Tiefe ausgelotet haben. Das hat mir schon gefallen. Das war sicherlich in vielen Partien auch extrem rätselhaft. Ich glaube, das war auch ein Problem für einige Zuschauer. Es gibt auch einige Boos. Aber mir hat diese Inszenierung, dieses Mythenmärchen, großen Spaß gemacht. Im Grunde genommen hat er vom letzten Helden erzählt, von Ödipus, der glaubt, mit seiner Kraft und seiner Power alles in den Griff zu bekommen und sogar den Götter trotzen zu können. Und am Ende dann gerade in der Entsagung, in der Einsicht in die Endlichkeit des Menschseins, das Schicksal überwindet. Gut, das soll es für diesmal sein. Ich glaube, jetzt werde ich wirklich rausgeworfen. Detlef Brandenburg von der Deutschen Bühne sagt tschüss, ich schreibe jetzt die Kritik, und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder bei den Salzburger Festspielen. Bis dann, ciao.